Willkommen zu meiner Review zu Folge 118 von Dragon Ball Super. Die Folge hat gleich damit begonnen, dass Son Goku weiterhin gegen diese drei Lappen von Universum 2 gekämpft hat. Und währenddessen hat Ribrian das komplette Turnier übertragen aufs Universum 2. Somit konnten die alle zuschauen und die haben halt dann irgendwie alle diese drei Trottel da angefeuert. Und da kam gleich das erste Komische. Durch die ganze Liebe von den ganzen Verrückten da aus Universum 2, ja, Liebe, klar, haben sich die drei Männer verwandelt. Und wie sahen sie aus? Naja, genauso wie die drei Trottel davor, Ribian, Rose und die andere. Die haben sich einfach genau komplett verwandelt. Der eine war dann auch genauso fett und hässlich und rosa. Die hatten komplett die gleichen Sachen an. Waren halt nur Männer. Die hatten genau die gleichen Fähigkeiten, haben die gleichen Herzangriffe gemacht. Aber egal, geht's weiter. C17 und C18 sind dann Goku zu Hilfe gekommen und die haben halt gegeneinander, also zusammen gegen das Universum 2 gekämpft. Und an sich, okay, die Attacken von Universum 2 sind alle echt scheiße. Aber an sich war der Kampf ziemlich gut gemacht, war gar nicht so schlecht. Die aus Universum 2 haben sich sogar gewundert, obwohl die komplette Liebe, die auf sie lastet, so ein großes Gewicht ist und die es eigentlich gar nicht schaffen sollten, das zu halten, können sie es halten, da sie halt einfach unbedingt gewinnen wollen und da sie für Universum 2 und für die Liebe kämpfen und für Ribrian und den ganzen Scheiß. Und zum Schluss haben sie sogar eine Attacke gemacht. Da haben sie alle drei ihre Angriffe kombiniert und so ein schwarzes Lochherz erschaffen, das sie auf die Cyborgs und Goku geworfen haben. Und das war halt so schwer, hatte so ein großes Gewicht und so eine Gravitation, dass die drei sich kaum wehren konnten. Und die wollten halt alle drei, so gesehen durch das Gewicht, durch den Boden der Arena drücken, und damit die halt so mit rausfliegen. Und sie haben sich halt versucht zu befreien, das ging halt nicht. Goku und C17, C18 hatten halt keine Chance. Und währenddessen haben Goku und Piccolo gegen die zwei Namekianer von Universum 6 gekämpft. Da hat man gleich gemerkt, dass Gohan zwar jetzt nicht die größten Schwierigkeiten hat, aber Piccolo. Dann wurde auch erklärt, warum die aus Universum 6, die Namekianer, so stark sind. Denn die beiden Namekianer haben die Energie von allen anderen Namekianern absorbiert, beziehungsweise haben sie sich kombiniert, fusioniert. Die anderen Namekianer haben halt ihre Kräfte aufgeteilt und 50-50 jedem was gegeben. Und die waren halt vorher nicht so stark, weil sie halt erstmal auf die neuen Kräfte, weil sie die halt erstmal kompensieren mussten und dass sie halt warten mussten, bis sie mit dem Körper richtig kämpfen konnten. Gohan hat das gleich geblickt und hat dann gesagt, ja okay, ich mache jetzt Full Power, Mystic Form muss rein. Und Piccolo, du, spar mal Energie für die Höllenspirale, das hilft uns. Währenddessen hat dann Gohan gegen die beiden gekämpft und der hat auch beide gut im Griff, obwohl die halt einfach so stark waren. Denn das ist einfach die Kraft von vielen Namekianern. Und irgendwann mal hat dann einer der Namekianer Gohan im Griff gehabt, so dass er sich nicht mehr bewegen konnte und der andere wollte ihn dann angreifen natürlich. Und dann hat ihn Piccolo gerettet mit einer Höllenspirale, indem er ihn getroffen hat. Aber Piccolo hatte währenddessen erst einfach so wenig Energie gespart, dass es ihn kaum gejuckt hatte. Es war vielleicht ein Viertel der Energie oder so. Denn Namekian hat es dann angepisst, der wollte dann Piccolo angreifen. Dann kam was Cooles, und zwar kurz bevor ihn die Attacke getroffen hat, das war dann so ein Ki-Strahl, hat Piccolo das gleiche Gesicht gemacht, wie damals gegen Nappa, kurz bevor gestorben ist. Dann ist es halt gleich umgeschwenkt, hat man ihn gesehen, wie er am Boden lag, und wie neben ihm einfach die Geister von Nail und Gott standen, haben dann aufs Schlachtfeld gezeigt, und da waren dann halt die zwei Namekianer mit den ganzen Namekianern, die ihnen Energie gegeben haben. Und vor ihm stand Son Gohan, der ihn gerettet hat. Wie auch damals gegen Nappa. Wie damals halt Piccolo Gohan gerettet hat gegen Nappa. Was dann natürlich so ein cooler Rückblick war auf Dragon Ball Z, der mir auch ziemlich gefallen hat. Auf jeden Fall ging es dann weiter. Piccolo hat dann wieder angefangen, die Höllenspirale aufzuladen. Und Gohan hat gegen die Namekianer gekämpft. Da hat man auch gesehen, dass Gohan ziemlich stark ist. Denn, okay, Mystic Form ist schon heftig und kommt schon an den Dreifachen ran. Aber trotzdem kämpft er gegen zwei Namekianer, die einfach die Energie von allen anderen Namekianern absorbiert hat. Und man hat schon gesehen, Gohan war schon ein bisschen stärker gegen die. Und er wollte halt, dass Piccolo auch die Höllenspirale auf sie feuert. Denn obwohl er die ja dann durchbohrt mit der Höllenspirale, würden sie das überleben, weil sie ja so eine große Lebensdauer haben, weil ja viele Namekianer in denen drin sind, so gesehen. Und irgendwann mal hat dann Gohan zum Kamehameha eingesetzt, was dann auch ganz cool war, denn Son Goku hat währenddessen auch das Kamehameha gemacht. Der ist dann nämlich überraschenderweise in den Super Saiyan Blue gegangen, hat dann das Kamehameha gemacht und auf die Universum 2 Leute gefeuert und die alle rausgehauen. Da sieht man, dass Goku sich bei brenzligen Situationen und wenn er halt einfach an sein Maximum geht, sich immer steigert, und der hat die dann rausgehauen.
Und währenddessen hat Gohan auch sein Kamehameha gemacht. Es wurde dann halt cool gemacht, weil dann hat Goku Ka gesagt, Gohan Me und halt weiter. Haben sie dann, die Attacken haben sich dann sogar ein bisschen gekreuzt. Und Gohan hat dann halt einen Namekianer getroffen. Der andere Namekianer hat dann einen Strahl gegen sein Kamehameha gemacht. Dann war halt, haben sich so gesehen die zwei Strahlen getroffen. Und, dazwischen drin war halt einer der Namekianer. Der hat dann Gohan abgelenkt, deswegen wurde dann noch sein Strahl zurückgeworfen, weil der halt seine Arme dann ausgedehnt hat, wie bei Ruffy, das kennt ihr ja auch von Piccolo, und hat ihn dann halt festgehalten. Dann kam Piccolo mit seiner Höllenspirale, oder wie ich es auch immer gerne nenne, Special Beam Cannon, wie bei im Englischen. Und auf jeden Fall hat er dann beide durchbohrt und wurden dann auch rausgehauen. Dann zum Ende der Folge waren einfach Universum 6 und Universum 2 draußen, und ich fand es dann halt auch cool. Universum 2 ist dann schon cool geblieben, genau wie Universum 6. Okay, Universum 2, wie soll man sagen, cool geblieben, die sind alle scheiße mit ihrer Liebe, aber an sich, für die war es halt cool, dass sie halt gesagt haben, okay, ihr drei habt es gut gekämpft, wir sind draußen, kann man nichts machen, behaltet eure Liebe in euch und sowas. Universum 6 war auch draußen, hat dann noch Kaba zu Vegeta gesagt, ja Meister, ihr schafft das schon und so. Man hat dann, das war es dann so gesehen noch mit der Folge, zum Schluss hat man noch Vegeta gesehen, wie er dann gesagt hat, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr gegen diese Neos-Kopie da zu kämpfen und ich bring's jetzt zu Ende, ich hab keinen Bock mehr, du hast mich wütend gemacht. Was dann auch noch zum Ende der Folge erwähnt wurde, was auch ziemlich cool ist, war, dass einfach so gesehen sich die ganzen anderen Universen am Anfang darauf konzentriert hatten, gegen das Universum 7 zu kämpfen. Jeder ist halt gleich auf Universum 7 gegangen und auf Goku, weil sie halt alle angepisst waren auf ihn. Und somit haben alle anderen Universen viel mehr Ausdauer als die von Universum 7, weil die kämpfen ja auch die ganze Zeit. Was man auch daran sieht, dass sie einfach so gut wie jeden rausgehauen hat. Die wenigen anderen, die rausgeflogen sind, sind entweder durch ein paar andere rausgeflogen oder durch Universum 6. Aber einfach der größte Teil war einfach alles durch Universum 7. Und Universum 7 ist zwar erschöpfter, aber sie steigern sich auch alle viel mehr die ganze Zeit. Sieht man ja bei Goku, der hat schon zweimal in den Ultra-Instinkt gewechselt und alle haben es auf sie abgesehen, sind viel erschöpfter, aber sie steigern sich auch komplett. Und das war es dann noch so gesehen zur Folge. Was ich dann noch so nebenbei ganz cool fand, war halt an sich der Wechsel von den ganzen Kämpfen, von den Namekianer-Kämpfen zu den Universum 2-Turtle-Kämpfen. Wechsel wurde gut gemacht, die Folge an sich war auch gar nicht schlecht, die war echt gut, hat mir auch gefallen. Das mit dem Kamehameha auch war auch ganz cool. Was jetzt nur halt komisch ist, Universum 7 hat, glaube ich, noch 7 Kämpfer. Universum 6 ist draußen, 2 ist draußen, alle sind draußen. Von Universum 11 sind auch nur noch Jiren und Toppo da. Und ich frage mich, wie sollen die ganzen Kämpfer von Universum 7 rausfliegen? Weil das sind ja schon ziemlich starke drin. Und die einzigen Guten sind ja noch Jiren und Toppo. Und Jiren hat ja selbst gesagt, er wird nur gegen starke kämpfen wie Goku. Maximal noch gegen Vegeta, was ich mir nicht mal vorstellen kann. Frage ich mich, wie sollen die rausfliegen? Toppo kann ja schlecht alle anderen raushauen. Und ich weiß nicht, ob mich da noch irgendwas überraschen soll. Es könnte sein, dass diese zwei Unsichtbaren von Kree Taylor da noch was reißen, aber glaube ich irgendwie nicht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ein oder zwei noch rausfliegen durch Dummheit, weil sie irgendwie überrascht werden und dann rausfliegen. Aber wie sollen denn C-17, C-18, Vegeta, Gohan, Piccolo alle rausfliegen? Also da muss mich noch irgendwas überraschen. Und an sich, was ich noch erwähnen wollte, die Namekianer waren zwar so gesehen zu zweit nicht mal stark genug, um Gohan zu besiegen, aber stellt euch mal vor, die komplette Energie der Namekianer hätten sie nicht auf zwei Leute verteilt, sondern auf eine Person. Weil ich wäre mir dann 100% sicher, dass Gohan und Piccolo keine Chance gehabt hätten. Die wären vielleicht nicht so stark wie der Super Saiyan Blue gewesen, aber sie hätten ihm schon mal ein bisschen Konkurrenz machen können und bestimmt auch gegen den Super Saiyan Gott kämpfen können und wären vielleicht sogar ähnlich stark, denn ihr solltet die einfach nicht unterschätzen. Das kennt man auch von Dragon Ball Multiverse, da gibt es einen Namekianer, der hat sich mit allen anderen kombiniert. Der ging einfach richtig ab und der ist auch richtig heftig. Ja, aber da brauche ich jetzt nicht viel mehr dazu sagen. Die Folge war ziemlich gut. Ich frage mich einfach, wie es jetzt weitergeht mit den Universum 7 Leute, wie die alle rausfliegen, weil ich will nicht, dass alle übrig bleiben, die sollen schon rausfliegen, aber nicht durch irgendwas Dummes, also da muss schon was Cooles kommen, das mich überrascht. Das war's jetzt zu der Folge und zu dem Video. Ich will dann noch zum Schluss sagen, dass wenn euch meine Videos gefallen, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen oder ein Abo, denn das würde mir ziemlich helfen und das ist natürlich auch immer cool, wenn man so als Like einfach so einen Nachlass da hat, dass die Leute dich supporten, das ist einfach ziemlich cool.
Ihr könnt natürlich in den Kommentaren was dazu schreiben, wie ihr die Folge fandet oder Verbesserungsvorschläge. Könnt auch schreiben, falls ihr irgendwelche Videovorschläge habt, die ich machen kann oder machen soll, könnt ihr das natürlich schreiben. An sich hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ciao und das Haki sei mit euch.